Moin Leute, herzlich willkommen zur 31. Folge Pokémon X. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es die letzte und finale Folge von Pokémon X ist und das Let's Play somit beendet ist. Aber ich möchte noch eine Bonusfolge machen, und zwar möchte ich noch ein paar Pokémon fangen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und ein Pokémon, was dazugehört, was ich noch fangen möchte. Ja, dazu, zu dem Pokémon, gehört auch er hier. Mio. So, ich habe auch mal Xerneas ins Team geholt, weil es ja auch ein legendäres Pokémon und mir gedacht habe, es kann uns ja vielleicht noch weiterhelfen als Tank oder sowas. Ich versuche es mal mit einem Flottball. Eins. Okay, ihr müsst wissen, das ist jetzt der 8. Anlauf, den ich hier versuche, Mewtwo zu fangen. Aus dem Grund, entweder habe ich es besiegt oder er hat uns besiegt. Ja, und bei keinem einzigen Flottball hat er gewackelt, und das ist jetzt schon das erste Mal. Vielleicht bedeutet er ja, dass ja irgendwas Gutes für uns. Flammenwurf. Nochmal Flammenwurf. Also wir müssen ihn erstmal in den roten Bereich kriegen, so wie jetzt. Das ist gut. Und dann werfen wir mal einen Finsterball. Ich glaube, das ist jetzt am besten, hier in der Gegend einen Finsterball zu werfen. Aber natürlich kein einziges Mal gewackelt. Finsterball. Ich glaube, ich hätte eher heilen sollen. Eins. Nochmal ein Finsterball. Eins, zwei. Das kann doch echt nicht wahr sein jetzt. Ey, langsam wird's langweilig, muss ich sagen. Ich versuche das jetzt schon seit gefühlt 1,5 Stunden. Und ja. Es regt halt einfach nur noch auf. Die ganze Zeit das gleiche zu machen. Es wird echt langsam mega langweilig. Also wenn es nicht drin bleibt, dann fange ich einfach mit dem Meisterball. Ich wollte ihn mir eigentlich aufbar halten, erstmal. Für vielleicht andere Pokémon, aber ich glaube, hier wäre es viel dringender, ihn einzusetzen, weil ich habe jetzt echt keinen Bock auf so eine Scheiße hier. Nein, nicht angreifen. Finsterball. Naja, kein einziges Mal gewackelt. Schon wieder kein einziges Mal. Psychokinese, eieiei. Das hat schon gut gezogen bei ihm. Ja. Das kann doch echt nicht wahr sein. Genesung. Hören wir mit Mondgewalt drauf.
Kommt aber nur in den gelben Bereich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ey, ich möchte einen Ball werfen. Ja, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Als ob die ganze Zeit hat der nicht so viel abgezogen in den anderen Runs. Das kann echt nicht wahr sein. So, ich habe noch einen Top-Beleber. Den setze ich mal auf Sernias ein. Einsetzen. Wenn wir schon hier drin sind, können wir gleich nochmal mit Coco Weinset angreifen nochmal. Psycho-Schock gegen ihn sollte jetzt nicht so viel abziehen, dass er selber Psycho-Pokémon ist. Das sieht ja fast gar nichts, Alter. Das hat 1 KP oder so vielleicht Schaden gemacht. Genesung, ja genau, jetzt nochmal Genesung machen. So, ich wechsle rüber zu Sernias. Psychokinese wieder. Natürlich, natürlich, die das so fährt. Mondgewalt. So, Finsterball. Jetzt, come on. Kann auch wieder nicht wahr sein. Noch ein Finsterball. 1, 2, 3. Yes! Endlich. Oh, endlich. Geil. Boah, das hat so lange gedauert. So fucking lange. Eieiei. Eigentlich sollte ich jetzt es jetzt irgendeinen scheiß Namen geben. Du bist ein Lappen. Mewtwo Need X noch gefunden. Alter. Ah ja, ja, ich speichere hier mal an der Stelle und dann geht es auch direkt zum nächsten Pokémon. So, und dann kommen wir auch schon zum nächsten legendären Pokémon. Und zwar sind wir hier in der Omega-Höhle. Und da kommen wir, warte. Gehen wir hier nochmal hier lang. Hier finden wir ein Platinum-Orb. Für was ist das denn gut? Können wir uns hier direkt mal angucken. Darauf wollte ich jetzt nicht gehen. Beutel. Ein glühender Orb verstärkt Attacken vom Typ Drache und Geist, wenn Giratina ihn trägt. Okay. So. Gibt's hier noch irgendwas? Weißorb. Und dieses Orb ist für ein hell leuchtender Orb, verstärkt Attacken vom Typ Drache und Wasser, wenn Palkia ihn trägt. Ja.
Da gibt es noch einen für die Alga. Okay, aber jetzt müssen wir mal nachgucken hier. Hier kommt bestimmt noch einer. Hä? Keiner? Hm. Ah doch, ein Riesennugget gibt es hier. Okay. Aber kommen wir jetzt mal zum Pokémon. Und zwar ist dieses Pokémon Zygarde. Zygarde. So. Ich habe auch ehrlich, müsste gesagt sein, keine Ahnung mehr, um welchem Typ Zygarde ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müsste ich mal nachgucken. Das sieht auf jeden Fall nicht so viel. Nicht effektiv. Wow, sehr effektiv, weil ich auf Sache rumgewechselt bin. Das war ein Volltreffer. Bei Zygarde würde ich sogar den Meisterball werfen. Und ich scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe. Hm, wenn es nicht in einem Ball drin bleibt, würde ich sagen, wir fangen jetzt mit dem Meisterball. Gehen wir rüber auf Lappen. So. Ich will den jetzt nicht umbringen. Ah ne, ich werfe erstmal lieber Bälle. Weil ich will den jetzt nicht, ja, wie gesagt, umbringen. 2, 3. Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir hätten ihn schon gefangen. So schnell. Aber das gönnt uns das Spiel ja mal wieder nicht. Aber wenn er nicht drinnen bleibt, ja, dann werde ich ihn mit dem Meisterball fangen. 2. Aber ich glaube, bei ihm wird das sogar noch leichter. Anstatt mit Mewtwo. Also ich könnte nochmal, also könnte es natürlich, ich habe ja nach Mewtwo gespeichert. Ich meine, vor ihm. Da muss ich nochmal die ganze Höhle durchlaufen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das würde sich bei Zygarde schon lohnen, den Meisterball einzusetzen. Aber mal schauen. Aber es sieht bis jetzt sehr gut aus, dass wir ihn sogar mit einem Finsterball fangen können. Aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Alter, Zygarde bringt Lappen um, ey. So, angreifen tun wir jetzt nicht, sondern einen Finsterball tun wir auf das Zygarde werfen. 1. Eins, zwei, drei. Schade. Komm und Zygarde. Der Finsterball hat doch eigentlich die gleiche Optik so wie du. Also da kann man eigentlich nicht nein sagen. Schwarz und grün. So wie du, du bist auch schwarz und grün. Okay, der Finsterball hat noch ein bisschen rot oder orange so an sich, aber das ist ja nicht schlimm. Der Finsterball passt viel besser zu dir als der Meisterball. 1, 2, 3. Nice. Also, das ist jetzt For Real der erste Run, den ich gemacht habe. Sonst hätte ich mich ja nicht so geärgert, dass ich davor nicht gespeichert habe. Das ging jetzt echt richtig flott.
Und apropos Flott, ich habe keinen Flottball geworfen. Ist auch egal. Drache Boden sogar war der. Zigarre gebe ich keinen Spitznamen. Fehlt nur noch ein einziges Pokémon. So, und das nächste Pokémon wird sein. Ein wildes Lavados erscheint. Lavados wird der nächste sein. Doch man bekommt ihn nicht einfach so. Weil er wird dem. Ja, er wird jetzt flüchten. Und wir müssen ihn 10-mal antreffen, damit er dann in der Meerestitanhöhle erscheint. Aber man bekommt nicht alle drei Vögel. Man bekommt einen der drei Vögel und das ist abhängig, welchen Starter du genommen hast. Hast du Igamaro, den Pflanzenstarter, genommen, kriegst du Arctos. Wenn du Finks, das Feuer-Pokémon, genommen hast, kriegst du Zapdos. Und wenn man so wie ich Froxy genommen hat, kriegt man Lavados. Und ja, ich muss ihn jetzt noch 10-mal antreffen insgesamt. Und dann können wir zur Meerestitanhöhle und ich möchte euch das jetzt nicht alles zeigen, wie ich den jetzt hinterherjage. Also, wir sehen uns in der Meerestitanhöhle wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Jetzt geht's auf zur Meerestitanhöhle. Ich habe es jetzt geschafft, das Lavados 10-mal zu sehen. Es ist 10-mal geflüchtet und jetzt geht's zur Meerestitanhöhle, wo es dann auf uns wartet. Ja, Schutz setzen wir nochmal ein. Nein, dem Typen wollen wir jetzt nicht. So, hier geht's auch den direkt weiter und da vorne sehen wir schon die Höhle. Wir müssen hier einfach mal ganz an denen vorbei. An den Dings hier vorbei. Oh, hier liegt ein Item. Nehmen wir mal mit Riesenperle. Ah, hier ist sie. Wir gucken mal drumherum, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Jupp. Eine Wassertafel. Na gut, die ist jetzt. Brauche ich jetzt nicht. So. Und hier wartet schon Lavados. Wenn ihr es auch hört. Man hört die Flügel von dem guten Lavados. Man muss zu diesem Punkt hier gehen. Und hier möchte ich mir nicht so viel Zeit vertreiben. Wir haben ja noch einen Meisterball. Den werde ich auch direkt einsetzen, weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal so lange zu warten. Aber warte. Versuchen wir es mal mit einem Flottball. Das müssen wir auch erstmal ausprobieren. Eins. Naja. Na gut, na gut. Jetzt wird den Meisterball ein. Eins, zwei, drei. Und gefangen. Lavados wurde gefangen. Xerneas ist auch recht Level 71. Dieses Pokémon ist der legendäre Feuervogel. Sein Flügelschlag entfacht ein helles Feuermeer. Mehr gibt es ja auch nicht mehr zu holen. Soweit ich weiß, ist das das letzte legendäre Pokémon, was man hier bekommen kann. Also im normalen Spiel, ohne jetzt irgendwelche Events oder so, irgendwelche, wo Nintendo oder Game Freak ja gesagt, legendäre Pokémon verteilt hat. Also würde ich mal sagen, das war's mit diesem Video. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.